trinken denn jetzt? Geht's dann weiter? Also was sind die Ziele nächstes Jahr 2010, Radio Boys? Ralswiek, hattet ihr jetzt schon, was kommt als nächstes? Olympiastadion, so wie U2 gerade, oder?
BKB-Arena wäre man. Naja, dazu muss man ja sagen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dass wir das hauptsächlich auch zum Spaß machen. Wir wollen weder in die Charts noch damit Geld verdienen. Moment, wir fragen zu dem Thema nochmal den Profimusiker. Nein, war ich gar nicht. Mit was? Wir waren auf Platz 101, glaube ich. Mit was? Mit den Radio Boys. Nee, ist auch sicherlich. Nein. Wir können es aber noch rausschneiden. Nee, ist ja Latte irgendwo, ne? Was war nochmal die Frage? Die Frage war, was ist der Anspruch, was ist das Ziel? Ach so, ja, auf jeden Fall weitermachen, weil es irgendwie total Spaß macht. Irgendwie, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht unbedingt sonst was erreichen oder berühmt werden oder irgendwie so, sondern halt spielen, immer mal gebucht werden. Es gibt ja auch einen Haufen Antenne-Veranstaltungen, Hanseseel oder Pipapo, ETC. Und wann das nächste Mal im Zeppelin? Ja, keine Ahnung. Müssen wir mal irgendwie noch ein bisschen rumdealen und... Chef! Ja, Hannes wollte noch was sagen. Letzte Worte. Ja, war eine tolle Zeit. Ich werde sie missen. Man hat viel gelernt. Unter anderem vor 11.000 Zuschauern zu spielen. Und ich glaube, das wird mir doch weiterhelfen in Wien. So? Da werde ich mich dann fragen, wo sind die anderen 8.000, wenn ich nur vor 2.000 stehe. Moment, die Rechnung geht nicht auf. So viel Einwohner hat Wien nicht. Nee. Ich studiere Mathematik in Wien. Ja. Ich habe einen Taschenrechner.